Die heutige Geschichte, die ich euch erzählen werde, handelt sich um einen Serialmörder. Sein Name war Rudolf Pfeil. Pfeil wurde in einem Dorf im sächsischen Erzgebirge geboren, das nahe an der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei lag. Sein Vater war ein Industriearbeiter und Kommunist. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wurde er verhaftet und siedelte anschließend mit seiner Familie in den benachbarten tschechischen Ort Weipart rüber. Im Alter von 9 Jahren musste Pfeil seine Eltern durch Grenzschmuggel unterstützen und wurde deswegen mehrfach verhaftet. Er besuchte die Schule nicht regelmäßig, da er für die arbeitslosen Eltern und seiner Schwester Geld verdienen musste. Sein Bruder war früh verstorben und seine ältere Schwester wurde wegen ihrer Epilepsie aufgrund eines NS-Gesetzes zwangssterilisiert. Im Alter von 13 Jahren hatte er sein erstes sexuelles Erlebnis mit einer Prostituierten. Im Jahre 1939 verließ er mit 15 Jahren sein Zuhause und begann eine Lehre als Fleischer, die er nach wenigen Wochen abbrach. Pfeil wurde Koch in ein Arbeitslager, wo er Katzen tötete und sie verspeiste. Nach dem Einmarsch der Roten Armee wurde er als Hilfspolizist in sein Heimatdorf eingestellt. In dieser Zeit verspürte er Lust beim Töten, als er während einem Einsatzes bei einer Plünderung einen sowjetischen Soldaten anschoss und dessen blutende Wunde versorgen wollte. Pfeil heiratete eine junge Frau, die von ihm ein Kind erwartete. Er stellte schnell fest, dass diese seinen Trieb nicht zu befriedigen vermochte und begann, des Nachts Frauen zu überfallen und zu bedrängen. Er gab zu, schon 1945 einige Morde begangen zu haben, was jedoch nicht nachgewiesen werden konnte. Danach arbeitete er als Handelsvertreter und machte wiederum nebenbei seine eigenen kleinen Geschäfte, was schließlich zu seiner Entlassung führte. 1946 siedelte er von Zöblitz nach Zorge im Südharz um. Zwischen 1946 und 1947 arbeitete Pfeil als Grenzgänger im Harz und half zahlende Personen, meist Frauen, die Grenze illegal zwischen Ost und West zu passieren. In diesen beiden Jahren erschlug und missbrauchte er zusammen mit seinen beiden Komplizen, Karl Hoffmann und Konrad Schüssler, mindestens 12 Frauen. Am 18. April 1947 wurde Pfeil nach dem Raubmord an den Hamburger Kaufmann Hermann Bannon verhaftet, dessen Leiche von Axthieben zerstückelt im Zorgebach gefunden wurde. Von 1945 bis 1950 wurden 13 Polizisten im Grenzgebiet dieser Region ermordet, was dazu führte, dass die Polizei nur noch in Gruppen auf Streife ging. Grenzgängern wie Pfeil und seinen beiden Komplizen fiel es daher nicht schwer, den Kontrollen zu entgehen, zumal die Zuständigkeit der Polizei an der Zonengrenze endete und deren Verlauf nicht klar erkennbar war. Dazu kam, dass die einzelnen Polizeiorgane wie Kriminalpolizei und Schutzpolizei nicht mehr sehr effizient zusammenarbeiten. So kam es zu den Ermittlungen zu den Frauenmorden im Grenzgebiet zu einer verschwiegenen Ermittlungspanne. Als ein Schutzpolizist von Wiedenburg den Kriminalpolizei in den Braunschweiger Hüboldstraße meldete, dass in einem dortigen Brunnen Leichenteile gefunden wurden.
Im besagten Brunnen befanden sich tatsächlich die Leichen zweier Frauen, die Fall getötet hatte. Da diesen Hinweis keine Beachtung geschenkt wurde, fiel Fall und seinen Komplizen bis zu seiner Verhaftung mindestens 3 weitere Frauen zum Opfer. Erst als sich Fall im Gefängnis in Celle als Henker bewarb und dort damit prahlte, dass er Erfahrung auf dem Gebiet des Tötens habe und 2 seiner Opfer im Wienburger Brunnen zu finden seien, wurde er mit den Morden an den Frauen im Grenzgebiet in Zusammenhang gebracht. Verurteilt wurde Fall letztlich für diese Taten. 1946. Am 19. Juli missbrauchte und tötete er eine etwa 25-jährige Frau im Walde zwischen Walkenried und Elrich am Rande des Südharzes. Als Mordwerkzeug benutzte er einen Hammer. Am 19. August lockten Pfeil und sein Komplize Karl Hoffmann, eine 25-jährige Frau, in den oberfränkischen Grenzhof auf dem Gelände des Güterbahnhofs. Hoffmann zertrümmerte ihr mit seinem Messer den Kopf, während Pfeil sie schändete. Anschließend durchtrennte ihr Hoffmann die Kehle. Am 2. September begegnete den beiden am Grenzübergang Bergen eine 25-jährige Frau. Pfeil erschlug sie mit einem Felsstein und verging sich an ihr. Hoffmann verscharrte die Leiche im Wald. Mitte September trafen sie eine 25-jährige Schwarzhändlerin. Von Trabstadt aus gingen sie gemeinsam in Richtung Zonengrenze. Im Wald tötete Hoffmann die Frau und raubte sie aus. Anschließend schnitt er ihr den Kopf ab. Ende November bot sich Pfeil einer jungen Frau als Führer an, um sie über die Grenze zu schleusen. Im Wald zwischen Elrich und Walkenried, nahe dem Areal des früheren KZ-Außenlagers Elrich-Julius-Hütte, erlitt er stark alkoholisiert einen epileptischen Anfall. Als er wieder zu sich kam, lag das Mädchen erschlagen neben ihm. Am 12. Dezember raubten Pfeil und Schüssler bei Nordhausen eine 55-jährige Witwe aus und schlugen mit Knüppeln auf sie ein. Die Frau überlebte diese Attacke, da die beiden lediglich auf ihre Schnapsvorräte abgesehen hatten. Später war sie eine Belastungszeugin im Prozess. Am 14. Dezember tötete Pfeil im Bahnwärterhäuschen von Wienburg im Beisein von Konrad Schüssler eine 37-jährige Frau und warf die Leiche in den Brunnen. 5 Tage später fiel ihm dort eine 44-jährige Witwe zum Opfer, die er ebenfalls in den Brunnen warf. 1947. Am 16. Januar boten Pfeil und Hoffmann einer 20-jährigen Frau an, sie in die Ostzone zu führen. Pfeil erschlug sie in der Nähe der Straße, die zwischen Abenrode und Stapelburg verläuft. Die geschändete Leiche wurde anschließend in einen Bach geworfen. Mitte Februar erschlug Pfeil in einem Wald bei Duda 7 eine 49-jährige Frau und Hoffmann raubte sie aus. Anfang März begingen Pfeil und Hoffmann in der Nähe von Zorge innerhalb der sowjetischen Besetzungszone einen weiteren Frauenmord. Hoffmann tötete die unbekannte junge Frau mit seinem Messer und trennte ihr anschließend den Kopf ab. Dieser wurde später im britischen Sektor aufgefunden. Der Beginn des Prozesses vor dem Landgericht Braunschweig wurde auf den 31. Oktober 1950 festgesetzt. Zuvor war Pfeil bereits vom Landgericht Braunschweig wegen Totschlags zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.